Weißt du eigentlich, dass es das erste gute Spiel ist, das wir dann beenden? Metal Gear Solid ist ein richtig gutes Spiel. Nein. Du hast es nie gespielt. Siehst du, das Also ist sag schlecht. nicht dumm vor dich her irgendwas über ein Spiel, das du nicht kennst. Auch wenn es nur als Scherz gemeint ist. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil es ziemlich ignorant wirkt und irgendwie wahrscheinlich nicht gerade lustig ist für die meisten Menschen. Für mich auch nicht übrigens. Na und? Okay. Ich habe damit kein Problem. Oh, geradeaus. Aber ja, stimmt, das ist auch ein Spiel, wo man Geduld braucht. Obwohl Metal Gear Solid 1 gar nicht so sehr auf Schleichen fokussiert ist, haben wir mit dem Dude tatsächlich festgestellt, bei 2 haben sie die Mechaniken extremst angezogen. 1 ist noch eher ein Actionspiel. An vielen Stellen, wir haben uns mehr darauf eingelassen wollen, dass es ein Schleichspiel ist bei Metal Gear Solid 1. Waren überrascht, dass es so actionlastig ist. Dann kommen wir aus diesem über-actionlastigen Spiel rein nach Metal Gear Solid 2, wo einmal erwischt werden extrem fatal ist. Und wir können uns gar nicht mehr dem anpassen, dass es jetzt so verändert war. Karte, bitte. Nee, ich habe schon gemerkt, dass es nicht richtig ist. Okay. Ich habe leider einen kleinen Spoiler bekommen. Versehentlich. Was? Wovon? Ich habe mir ein Danny Sexbang Best of angeguckt. Und Danny Sexbang hatte auch Shadow of Colossus geguckt. Gespielt. Und da passiert jetzt gleich etwas, das ich weiß. Leider. Das macht mir auch ein bisschen kaputt, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, ich hätte ein bisschen so wie Danny reagiert. Du wusstest es also von Anfang an. Ja, ich will jetzt noch nicht genug, also nicht so viel. Gut, ich muss wirklich auf die Karte gucken. Ich will nicht so viel spoilern. Meinst du nicht, der ist nah? Warte. Der ist hier irgendwo. Der muss irgendwo hier sein. Also, hier so. Also entweder da ins Tal runter oder hier durch die Schleuse und dann hier lang. Ich will ins Tal laufen. Also er war auf jeden Fall nicht super weit weg. Ja, zumindest weiß ich da ja, was gleich passiert. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es der letzte ist, bei dem das passiert. Ich dachte mal schon einen vorher oder so. Ich habe schon. Schade, dass das schon mal ist. Aber du hast es schon fast schon angedeutet, daher. Ja. Oh, sehr interessant. Ja, ist richtig hier, ne? Würde ich sagen. Gucken wir mal. Naja, wie dem auch sei. Nee, ich weiß, dass Silent Hill eigentlich richtig gut sein soll. Aber wenn ich sage, dass es schlecht ist, meine ich ja nicht, dass es schlecht ist. Und du weißt es, ich denke mal, die da draußen wissen es. Also ist mir das auch hart egal. Ja, und es macht Spaß, weil du es unbedingt rechtfertigen willst, obwohl es nicht zu rechtfertigen gilt. Also muss man ja nicht. Was heißt nicht zu rechtfertigen? Ich rechtfertige ja nichts daran. Ich sag bloß, dass man ein Spiel, das man nicht gespielt haben sollte, nicht sagen sollte, dass es schlecht ist. So, wolltest du es ja noch rechtfertigen? Nee, mehr wollte ich nicht rechtfertigen. Klar so. Und dann habe ich Smalltalk angefangen. Los. Über schnell, das Spiel. Schnell zum letzten Koloss. Los, die da, habt ihr nicht so. Hier sind wir wieder. Erinnerst du dich? Oh je. Es ist, glaube ich, doch die andere Ecke. Genau, falsch rum gedacht. Naja. Ich bekenne mich mitschuldig. Ich dachte auch, es wäre diese Richtung. Alles gut. Was willst du denn darum? Hä? Wo willst du denn hin? Jetzt an der Stelle. Du läufst auch gerade übelst außen rum, ist das bewusst? Na, anders geht's ja gerade nicht, oder? Doch. Ich kenne nur den Weg. Na, doch. Das ging noch den anderen, gab noch den anderen. Okay. Ich glaube nicht, dass... Den hier kenne ich. Den nehme ich. Zurück in die Wüste, alles klar. So viel zu, der ist näher dran, der Punkt, ne? Ich bin mir fast sicher, dass das nicht ganz so richtig... Vielleicht ist das eine alternative Strecke dazu. Dahin. Ich hoffe. Nicht, dass ich jetzt komplett falsch laufe. Du läufst zumindest in dem Sinne schon mal falsch, dass das definitiv der weitere Weg ist. Aber jetzt, wo du hier bist, ist Umkehren auch blöd. Jetzt ziehen wir es einfach mal durch. Stur mit dem Kopf durch die Wand. Ja, so wie ich schon die ganze Zeit spiele. Ja, wie du immer spielst, so kennt man dich ja. Mit dem Kopf durch die Wand. So, Dieter, ein bisschen schneller, bitte. Mann. Nee, aber das muss ich jetzt auch nochmal zur Vollständigkeit angeben. Ich verteidige sehr gerne und rechtfertige Dinge, die ich mag. Und wenn ich denke, dass Leute Dinge an etwas nicht mögen,
weil sie es falsch verstanden haben, dann versuche ich das auch zu erklären. Und das hat nichts mit beeinflussen wollen zu tun, sondern einfach bloß ein, ich möchte gerne stellvertretend für denjenigen, der das Spiel entwickelt hat, erklären und erklären, warum ich es mag. Das ist so eine Eigenart von mir. Ich sage auch gerne Leuten, die sagen, der Song klingt voll scheiße, den sage ich auch gerne, warum ich den Song gut finde. Ich sage ihnen aber nicht, die müssen den Song gut finden. Klingt aber oftmals so, muss man dazu sagen. Ich rede mit dir doch nicht über solche Sachen. Ah, früher schon. Also, früher war deine Musikwort, war, also wenn du Musik verteidigst, in Anführungszeichen verteidigt, oder Lobhymnen gesungen hast, dann ist der Akku leer von dem Pferd oder so. Dann klang es schon wirklich sehr aufdringlich. So, du musst das gut finden. Nein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. So klang es. Ey, komm, war in der 8. Klasse, mein Freund. Nein, später noch bei nicht anderen wirklich. Sachen. Ist auch nicht schlimm. Also ich weiß ja, wie es gemeint war, aber es klang bei Außenstehenden immer sehr witzig. Ja, gut. So, scheint auch doch noch der richtige Weg zu sein. Aber es andersrum wäre, glaube ich, schneller gewesen. Wenn man nicht durch die Wüste musste. Ich war gerade. Gut, dass es springt. Ein schönes, dick lebendiges Springgefährt. Hey, sofort rausgefunden. Hello. Die gute Zelda-Rätsel. Aber wirklich exakt Zelda-Rätsel. Genau wie in Gerudo-Dorf da. Also, wie hieß denn der Tempel nach dem Gerudo-Ding? Das war doch diese Ruine da oder auch immer. In der Wüste. Hä? Carina, hörst du mir überhaupt zu? Nö. Warum eigentlich? Warum rede ich dann eigentlich? Weiß ich nicht, ich kann es nochmal reden. Irgendwas mit, ich habe gesagt, das ist ein typisches Zelda-Rätsel. Und zwar exakt eigentlich dasselbe Rätsel wie dieser Tempel da in der Gerudo-Wüste. Wo du den Spiegelschild bekommen hast. Ach so, ja. Ach, das ist einfach naheliegend, was du machst. Ja. Da sind Treppen. Naheliegend, wenn man die Treppen macht, ist hoch. Da ist ein Speicherpunkt hinter dir, den solltest du vielleicht diesmal anstreben. Warum falle ich hier so oft runter? Ist es durchaus eine Chance, dass du stirbst. Und das nicht an einem Boss? Und das nicht an einem Boss. Gut. Dann bedanke ich mich dafür. Bitte. Wir den Scheiß nicht nochmal laufen. Ich hoffe, dass wir ihn nicht brauchen werden. Weil, selbst wenn, das kostet ja auch Zeit. Ist er dort? Was ist denn der? Da. Da war übrigens ein weißschwänziger Lurch, aber das bringt ja jetzt auch nichts mehr. Das ist mir wirklich egal. Ja, aber die Sprecher. Das ist eigentlich erst wichtig, wenn man wirklich New Game Plus oder sowas geht. Das, ne? Ja. Na, es würde jetzt keinen Sinn machen, langsam auf ein anderes Safe-File überzuspringen. Hast dich ja bisher konstant geweigert, also bleib mal. Ja, warum? Wir können auch neu machen. Ich meine, wir machen ja jedes Mal neu, ne? Ja. Welcher Vorgang abgeschlossen? So, Pferdsche. Weiter geht's. Wie du Treppen steigst, ist schön. Knack, knack, knack. Bin davon ausgegangen, dass du stirbst und es hat sich bewahrheitet. Ja, naja. Gut, ich erkläre gleich warum. Gerne. Wolltest du es versuchen? Ich wollte es versuchen, ja. War halt eine Möglichkeit. Lädt ihr jetzt automatisch den letzten Spielstand? Ja. Haben wir das auch mal gesehen, wie das aussieht, wenn man einen Spielstand lädt, der nicht vom Andachtsschreien ausgeht? Wo nicht die ganzen netten schwarzen Leute um dich rumstehen und beim Schlafen begaffen? Pferdchen. Pferdchen, ich brauch dich. War oben auf der Treppe, glaube ich, hast du es geparkt. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil es gerade nicht da ist. Nee? Ah, das ist doch schlaues Tier. Mit dem Karo auf der Stirn. Ah, ich mag Agro irgendwie. Auf geht's, Dieter. Stimmt, den guten Dieter. Was macht es?
Ich hasse diese. Ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, daran. Diese Reitmechanik ist so dämlich. Das liegt daran, dass du den Knüppel bewegst. Ja, das kann gut sein. Das nur X drücken, dann reitet es geradeaus. Das sind Tank-Controls, wie bei alten PlayStation 1 Spielen. Du läufst nicht, aber das du hasse läufst ich. Genau in die Richtung. Einfach. Ja. Ich meine, das ist entgegen allen anderen Spielen, die heutzutage rauskommen. Das heutzutage, ja. Aber ich finde es auch persönlich schade, dass heutzutage bloß noch dieselben Steuerungen bei jedem Spiel sind. Ich finde es sehr gut, muss ich sagen, weil ich diese, also weil ich kam noch nie mit so einer Art von Controlling klar. Hat man öfter schon gesehen mit dem Reiten. Ja, gut, dann könntest du zum Beispiel Metal Gear auch nicht spielen. Das hat exakt so eine Steuerung, Tank Controls halt. Ich weiß. Das war auch ein Grund, warum ich es nicht spiele. Resident Evil hat Tank Controls, Silent Hill hat Tank Controls, die ganzen alten PlayStation Spiele haben Tank Controls. Gut, Final Fantasy hat nicht Tank Controls, glaube ich, aber. Nicht, dass ich wusste. Zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Ja, ich kann durchaus verstehen, dass da innen drin stört. Ich habe auch das komplette Spiel über jedes Mal beim Reiten den Stick nach vorne gedrückt, obwohl es absolut unnötig war. Dann mache ich ja auch. Hm. Das ist ja das. Das, was dich bloß kaputt macht, ist, dass du auch nach hinten den Stick bewegst oder links. Nein, mal in die Richtung, wo man guckt. Ja, aber das ist eben das Falsche. Den Stick gar nicht bewegen, außer du willst nach links oder rechts lenken. Und. Ja. Das macht solche Szenen dann eben ein bisschen einfacher. Go, Dieter! Ja. Nimm meine Hand, Dieter! Das war die Szene, die ich leider schon gesehen hatte. Auf die ich auch schon so lange gewartet habe. Und das war auch der Grund, warum ich einfach mal so springen wollte. Ich wusste nicht, dass sie hinter mir einbricht. Wusste ich gar nicht genau. Aber ich finde das halt sehr traurig. Und das war auch bei Danny Sexbank so. Der war auch da sehr erschüttert. Weil es war dein einziger Freund, dein einziger Begleiter in dem ganzen Spiel. Und jetzt ist sie tot. Und deswegen hast du das ganze Spiel über immer wieder gesagt, du wolltest diese Szene mit Nachdruck haben. Ach, der arme Dieter. Naja, ich mache ja nichts von ungefähr. Deswegen habe ich dir ja auch einen extra Namen gegeben, das macht das Persönliche. Ja, stimmt. Ich hatte gehofft, dass ich habe mich, in dem Moment, wo du ihn Dieter genannt hast, habe ich mich gefreut, dass diese Szene dich wenigstens emotional ergreifen wird. Schade, dass du sie schon kennst. Ich kannte sie schon. Schade. Das war wirklich leider schade. Kommt da? Ja, so kleine Details können ein Herz spoilern. Kommt er? Vor allem pfeift er nur oder ruft er auch irgendwann Aglo? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob er nicht klarkommt, den Tod zu kompensieren. Pfeift nur noch. Okay, er kann den Tod kompensieren, offensichtlich. Ja, sehr schade, dass jetzt der gute Aglo tot ist. Dieser, wie auch immer. Liebenswerte Knilch. So, jetzt wo wir so eine wichtige Szene hinter uns haben und gleich der letzte Fight ansteht, bin ich schon mal. Es trinkt so viel Eistee da, es tut mir leid. Ich weiß, der Rüdiger allein ist super langweilig. Na ja. War sehr schade, dass unser guter Partner nun von uns gehen musste. Aber naja, so ist das Leben. Quack. Quack. Aber wir wollen ja nun nicht Trübsal blasen, das hätte unser schönes Pferdchen ja auch nicht gewollt. Also gehen wir einfach mal den letzten Koloss ausweiden, um dann unsere geliebte Frau, Freundin, was auch immer, ich hab's mittlerweile vergessen, wieder zu beleben. Zeit wird's. So. Ich muss sagen, dass die Spielentwickler das eigentlich ganz gut inszeniert haben mit dem Pferd. Eigentlich ganz. Irgendwie ist es cool gemacht, dass es stirbt, weil es so traurig ist. Ich glaube, man versteht mich eh nicht. Wer ist Trübsal? Warum willst du meinen Blasen? Da ist gerade unser Pferd gestorben und du machst Witze drüber? Ja. Unser Pferd? Dein Pferd. Ich würde mein Pferd niemals nicht. Es hat nicht geklappt. So unten. Och nee. War das dein Ziel? Och nee. Toll, jetzt sind wir wieder da, wo ich auf Pott gegangen bin. Wir können hier ganz schön einen Cut setzen. Das würde fließend übergehen. Nein. Oh nee, so ein Scheiß. Ich dachte, ich musste da jetzt runter. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich im Kreis gelaufen bin. Hero of our time. Hm. Fuck. Naja. Dann eben nochmal.
wer beim ersten Mal nicht schon genug gesehen hat, der darf jetzt nochmal zugucken, wie der Rüdiger hier die Wand erklimmt. Die schöne haarige Kuschelwand. Zack. Sieht aber echt flauschig aus. Was macht er? Oh, beinahe, Mann. Beinahe. Was macht er? Nach hinten abspringen. Zack. So nach oben springen. Oder zur Seite. Go, Rangers. Ah, yeah. Go, go, Cock Rangers. Die Cock Rangers? Ja. Fancy. Kinky Shit. Jetzt werde ich ein bisschen ungeduldig, weil ich nochmal machen muss. Wer ist auch da? Weißt du, was ich kaufen würde? AIDS? Gerne, aber. Tampons? Nee. Habe ich schon gekauft. Weißt du, was ich gerne kaufen würde? Ein Modul, was man in die Wii U stecken kann, welches 3DS, DS und Game Boy Advance und Game Boy Spiele spielt. Ja, das wäre echt cool. Dann hätte Nintendo sich für ewig den Namen beste Company ever verdient. Und das würde ich niemals zurücknehmen, weil das wäre der Wahnsinn. Da würde ich mir sofort eine Wii U und den ganzen Scheiß kaufen, der dazu gehört. Das wäre perfekt für LP-Zwecke. Wii U kannst du per HDMI aufnehmen und alle schönen Spiele, die da rein können. Aber das geht natürlich nicht, weil Nintendo gar nicht so cool sind, wie man glaubt. Ich finde es auch so schade, dass er noch keine Konsole geschafft hat heutzutage, dass sie wirklich komplett abwärtskompatibel ist. Der und bei Nintendo ist shit, der so DS nicht. Der DS hat es auch nicht. Der konnte keine Gameboy-Spiele mehr spielen. Genau. Der Gameboy Advance SP war komplett abwärtskompatibel für alles, was es zu dem Zeitpunkt noch gab. Der sieht aber nett aus, der Colossus. Der erinnert mich an Kingdom Hearts, den einen Gegner. Echt? Hm, Kingdom Hearts 1. Von Disney war das so ein Endgegner. Das war eigentlich echt cool. Ja, Disney, das amerikanischste überhaupt, und Square Enix, das japanischste überhaupt, kommt zusammen in einem Game. Super cool eigentlich. Ich glaube, Kingdom Hearts war in Japan kein großer Erfolg. Verstehe ich gar nicht. Die Disney-Märchen. Nein, hier Disney-Märchen. Was hat cool. Donald und Goofy haben, glaube ich, allgemein in Japan keinen großen Erfolg. Und Donald und Goofy waren ja Hauptcharaktere. Neben den ganzen Final Fantasy-Bratzen. Falsche Taste. Bitch. Falsche Taste. Also der macht keine Witze. Der hat wirklich Buben, Bitch. Oh, das würde ich richtig fertig machen. Du wirst sehr oft auf die Fresse fallen. Ja. Boom. Ja, das kannst du gleich schon wieder vergessen. Muss ich einen anderen Weg gehen? Klar. In Deckung. Stimmt. Ah, apropos Deckung. Da 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 da. Guck hier, schön über Schützengräben langgezogen, durch die Erde und alles. Scheiße. Gott, wirklich? Rechts von dir, das Loch, kamst du daher, oder? Boom. Oh Mann. Nicht jeden Gang zwischen den verschiedenen Deckungen schafft man. Einige sind auch Ablenkung, mehr oder weniger. Finde ich aber ganz gut. Aber das ist, glaube ich, der erste Koloss, der dich wirklich richtig aggressiv fertig macht. Also wirklich von ganz Weitem dich schon sieht und draufballert. Ja. Der erwartet mich ja auch, muss man dazu sagen. Ja, der erwartet dich. Der nimmt mich das ernst. Das wurde ja auch gesagt, dass der zugegen der bereit. Guck mal rechts von dir. Ja, warte. So wollte ich mich dahinter verstecken. Bin ich nicht von dir gekommen? Nee. Ein Schützengraben! Gott, Alter. Das ist jetzt wirklich gerade richtig heftig. Ist das mit dem Pferd und dann sowas? Und dann so ein Weltkriegsszenario. Ja. Erst sinnt man nach Rache für seinen guten Freund und treuen Begleiter. Und dann merkt man, dass man hier hoffnungslos unterlegen ist. Ups, diese zu greifen. Zumindest sind sie jetzt. Ah! Zumindest sind sie jetzt nicht mehr in der Überzahl. Da war starker Gegenwind, falls du es mitbekommst. Nein, hab ich nicht mitbekommen. Deswegen bist du so slow gelaufen. Ja, ich glaube, jetzt bist du in einer blöden Position und du sollst dich hinter der Deckung. Ja, hatte ich eigentlich jetzt vor als nächstes. Falls du es schaffst. Aber er wartet auch immer schön. Ist ein netter Kerl. Komm mal nicht vorüber, guck mal, wie nett er ist. Diese riesigen, mächtigen Explosionen, das macht einen fertig. Er hat wirklich extremes Weltkriegsfeeling. Sag mal, was ist denn da? Weiß ich nicht. Wand? Da muss ich hin. Ich weiß noch nicht, ob du den Run gut schaffst.
Ja. Schlagen wir doch mal zurück. Das hat ihm nicht gefallen. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Und er hat noch einen draufgesetzt. Das hat ihm nicht gefallen. Was ist da denn sowas? Vielleicht, weil er ihn aggressiv gemacht hat. Was war denn da? Du schießt jemand feiern! Könnte jemand verletzen? Bestimmt. Könnte ins Auge gehen. Oha. Aua. Wie die Hand ausstreckt vor allem. Vor allem jetzt ist es Nacht und es donnert und blitzt hinter ihm. Oh nein. Ich glaube, Pfeile schießen ist wirklich eine ganz schlechte Idee. Aber es hat bisher bei jedem geholfen. Das ist ja ein Unding. Ich habe tatsächlich nicht mal probiert, nach dem Pfeile zu schießen. Ich wusste überhaupt nicht, dass der so aggressiv darauf reagiert. Die Musik ist interessant. Ja, bei dem bist du jetzt in der Atmosphäre drin. Ja, das ist auch nur wirklich Pferdeuntergang. Schon ab dem Pferd war ich jetzt da dran. Hm. Könnte jetzt auch ein bisschen ruhiger werden. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich... Uff, Gott. Auch da, Mensch. Ja, das war eine gute Idee. Alter, die beste Frage, die ich jetzt habe, welcher Idiot hat die Schützengräben hochgezogen? Und warum hat er ihn nicht einfach getötet? Die antike Zivilisation, schätze ich. Dort. Meine, die Kolosse sehen ja auch alle aus, als wären sie gebaut worden. Da müsste man sich mal drüber Gedanken machen. Der nächste Land ist ein bisschen länger, da musst du gut teilen. Na gut, hat wunderbar geklappt. Trotzdem das festhängen ist. Ich wollte eigentlich weiter nach vorne rennen und da diese Dinger, aber das hätte ich nicht geschafft, das weiß ich. Aber es sind ja auch nicht richtig Schützengräben. Ich nenne sie ja bloß so, weil sie irgendwie sich so anfühlen. Ja, es fühlt sich wirklich so an, ja. Ich glaube, ich hätte es auch gesagt, dass das solche sind. Ja, man muss sich hier anschleichen. Das ist ziemlich geil. Ziemlich nervig. Findest du? Und dass er immer rumballert, ja. Das ist scheiße. Boom, Bitch. Vor allem, weil es so riesige, mega Überexplosionen sind. Ah, Vorsicht, ich mach den Sprung richtig. Genau, ja. So. Das ist. Ich hab. Was? Das fand was nicht war Sinn. Das denn? Naja, das ist tatsächlich so, ja. Was denn? Dieses Taumeln passiert. Ist das so ein. Plattform. Wissen wir, ob du darauf musst. Oh. Anscheinend? Wahrscheinlich muss man da drauf, ja. Platsch. Vereint mit Angro. Mit Dieter. Gott. Ah, da war vorne. Naja, gut. Das ist der Kampf da, der dauert wirklich etwas länger. Dann muss ich. Ich weiß nicht, da habe ich auch eine ganze Weile dran geknabbert. Die war wirklich Frage, schwer. Die ich jetzt habe, ist: Wann hört er auf? Wenn ich nah genug dran bin oder. Wenn du nah genug dran bist, trifft er dich nicht mehr. Mit den Schüssen. Der hat bloß andere Methoden, sich zu wehren. Oh Gott. Oh, hä. Genau. Das ist, glaube ich, die passende Reaktion. Anders kann man das gar nicht ausdrücken, mein guter Rüdiger. Und die Rolle werde ich jetzt wahrscheinlich sehr oft benutzen. Boom. Wirklich. So, jetzt steh mal auf hier. Lange noch hier schlafen. Ich glaube, Knöpfe drücken hilft. Bin mir ich glaube auch, ja. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Also zumindest Dreieck ist ein guter Knopf, den man da drücken kann und sollte. Ich find's krass, wie simpel sie dieses Spiel gehalten haben von den Knöpfen. Warum? Viereck zum Zuschlagen. X für fast gar nichts. Kreis nur, um das Schwert in die Luft zu halten und Dreieck für alles zum Klettern. Wirklich? X ist um Reiten, genau. Und Akku. X ist Akku. Fertig. Also jeder Knopf hat eine ganz klar zugeordnete Funktion. Finde ich sehr angenehm. Viele Steuerungen werden echt überkompliziert. Welche denn zum Beispiel? Wo alle Knöpfe meine verlegt sind. Fresse, Alter! Was? Entschuldigung. Moderne Spiele, zum Beispiel Assassin's Creed, da hast du drei Modi. Mit den Triggers kannst du diese Modi aktivieren. Mit Left Trigger und Right Trigger. Und dann macht jeder deiner vier Knöpfe was anderes. Und das ist mir echt zu viel. Da blicke ich immer nicht durch.
Ich weiß es ja auch an Dark Souls sehr zu schätzen, dass jeder Knopf genau eine Funktion hat und diese auch immer erfüllt. Quatsch. Warum ist denn da eine Erhöhung? Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, ganz mit einer Rolle sollst du da nicht rein. Das wäre vielleicht besser, wenn du rennst und dann springst. Ja, kann gut sein, aber wie du siehst, kommt eine Druckwelle und schubst mich weg. Also, wenn die, ich zu lange wenn die Bombe dich trifft, ja. Ich glaube, wenn du rennst und dann rüber springst, landest du drin, ohne dass sich die Bombe erwischt. Bin mir auch nicht sicher. Ich find's trotzdem blöd. Weil ist gemein. Runterrollen, ja. Ist gemein. Zum Kanto rollen ist schwer. Gemeines Placement. Du hast da eine Kante hingebaut. Der wird verprügelt. Er hat da eine Kante hingebaut! Also, so ein Asiat im Hintergrund meldet sich so. Er hat am Taschenrechner wollte falsch eingeben, als er auszurechnen hat, wie viel Pixel er braucht. Vielleicht hat er es ja genau bewusst so gemacht, als seine kleine Arschlochnotiz. So von wegen hier. Das platziere ich für die Leute, wie Rüdiger, die auch rüberrollen wollen. Der rüberrollen wollen, Blues. Ja, oder so, man rollt vielleicht auch besser getimt und dann läuft es. Man rollt einfach ein bisschen später. Hm. Das geht natürlich auch. Ist ja eine Hechtrolle, er springt ja erstmal ab und dann rollt er sich nach vorne ab. Ja, schönes Wetter heute hier, ne? Vor allem, es regnet in dem Ding drin. Obwohl, regnet es nicht. Na egal. Ich weiß allerdings nicht mehr, was hier los war, wo, wie die hier. Also hier rum, klar, aber. Testen wir mal ein bisschen. Ja. Hoffentlich nicht nochmal mit Tode. Mit Tod. Ich würde sicher nochmal sterben. Bin mir so ziemlich sicher. Also, vielleicht stirbst du nochmal im Fight. Aber da der Fight hat zwei Phasen. Und ab der zweiten Phase stirbst du. Dann fängst du nicht wieder vom Anfang an. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Das ist, glaube ich, einfach nur Absicht, dass du da taumelst. Echt? Das hat nichts mit dir falsch machen zu tun. Ich schätze, dass dieses Taumeln soll einfach diese Anspannung verstärken, die du empfindest, dass du Angst hast, runterzufallen. Oh, jawohl. Das haben sie ja bei sehr vielen Kanten gemacht, dieses Taumeln. Ist ja sicher schon sehr oft aufgefallen. Ich sehe es gerade gar nicht. Na, immer wenn er das Gleichgewicht verliert oder ganz knapp auf einer Kante steht, taumelt er und muss sein Gleichgewicht erst wieder gewinnen. Ich schätze, das wird da absichtlich sein. Oder wegen dem Wind oder weiß ich was. Ich weiß nicht, was alles in die Physik reinspielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwickler das absichtlich platziert haben. Kann ich mich verstecken? Hier. Aber wird sich das an der Treppe hochgehen? Welche Idioten sind da die... Treppe. Treppe. Stimmt, welche Idioten sind die Treppe? Ach gut. Ich will hoch. Ich will jetzt da hoch. Sehr schön. Ich liebe diese Reaktion. Warum nicht? Ach. Erstmal eins. Aber irgendwie muss man einen klaren Kopf kriegen. Auftauch, Mensch! Oh! Na, dann kannst du ja von der. Genau, das ist wahrscheinlich besser, dann könnte ich die Bombs nicht mehr so gut treffen. Oh. Naja, ist ja gleich Wände da vorne. Er macht doch nichts mehr. Weil ich von hier nicht treffen kann. Hopp. Ja, sehr gut. Es sind die Dinger, die ich vorhin gesehen habe. Wie waren das Speedrunner? Ah! Ich Idiot! Nein! Die gehen den richtigen Weg. Bin ich einen komplett falschen Weg gelaufen? Nee, du läufst den richtigen Weg. Aber du bist gerade halt ja, dieses Ich Idiot. Ich bin. Du hast es ja gesehen. Ich habe mich verklickt. Oh Gott. Kann ich mal aufhören zu ballern? Das sind die Silvester. Ich sag der Polizei Bescheid. Ja, nicht Silvester Stallone. Oder hier. Ja, bitte, 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 bleib doch einfach hängen, Kamera. Danke, dass ich so viel sehen kann. So, danke. Jetzt kann ich wenigstens sehen, dass da nichts ist. Außer dir. Ja, da hat sich freut. Deswegen ist der Tunnel da mit einer Sackgasse, damit du da reinfallen kannst. Na, mich wundert, was das hier ist. Dekorativ. Denke mal. Oder ein anderer Eingang, weiß ich nicht. Oh, ist mich genervt. Kein Rücklicht auf Verluste. Moin. Ja. Es nervt einfach nur, weil ich nicht damit gerechnet habe, bei alles weggebracht zu werden. Ich dachte, das klappt.
Also der nächste Schuss richtet dich, glaube ich, hin. Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht vielleicht... Na, egal. Du machst das. Genau. Oh. Beim nächsten genauso. Hier würde ich jetzt kurz innehalten. Auf jeden Fall zur nächsten Wall rüberrennen. Bin ich denn nicht schon sticht genug? Ich fürchte, nein. Da bist du dann wirklich näher dran. Außerdem ist da noch ein Loch unten, wo du dann reinjumpen kannst. Das ist ein Loch? Hm? Das da hinten. Na gut. Voll. Jetzt. Wie ich hier reingerollt bin. Danke, Kamera. Oh ja. Die sind immer so super lässig. Naja. Das ist die mich hier wirklich am meisten stört. Klar, ich weiß nicht, du bist es cool, aber. Meistens übernimmt die Kamera das selbst. Aber wenn es es nicht selbst übernimmt, dann kannst du ja auch den Stick kontrollieren. Zum Beispiel habe ich in dem Spiel, glaube ich, fast nie die Hand vom Kamerastick genommen, außer ich muss mein Schwert benutzen oder springen. Aber ist halt so.